Hier sind wir wieder bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus von dem Spiel gegen Greuther Fürth. Wieder ein Auswärtsspiel leider, aber wir haben unseren ersten Tabellenplatz gefestigt im letzten Spiel. Das fand ich, hat gut funktioniert. Aber ich fange jetzt schon mal an, meine Spieler wenigstens ein bisschen zu schonen und werde dann jetzt hier mal doch ein paar Veränderungen vornehmen. Zum Beispiel werde ich Fortunis das erste Mal spielen lassen. Für Matmur, Max Meyer kriegt seine Pause, dafür wird Azua kommen. Itrisu darf spielen und habe sonst noch jemanden hier. Zellner kommt dann mal für Karl. So. Tun wir mal ein paar Spieler schon und hoffen, dass es auch so reicht in Fürth. Ansonsten, mein Gott, wir haben wie gesagt das Polster, um ein Spiel zu verlieren. Verlieren wollen wir es natürlich trotzdem nicht. Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn es dann verloren wird. Da, die Tristu können auf einmal doch mit rechts schießen. Was ist denn los? Direkt nochmal. Meine Fresse. Aber einen mit links will ich schon noch machen. Angenommen, links und direkt die Mauer getroffen. Gute Voraussetzung. Seien Sie herzlich willkommen zum Spiel der zweiten Bundesliga. Ihre Kommentatoren Manni Breukmann und Frank Buschmann. So ist es. Mit einer neuen Offensive für das Spiel. Die Defensive ist ja komplett gleich geblieben. Und mit einer neuen Offensive starten wir jetzt hier ins Spiel. Zellner mit Fortunis, das ist ein neues Duo. Auf der Außenbahn. Boah, ich glaube, Fortunis bekommt den Ball dann nochmal. Zellner boxt erstmal den Gegner und Baba. Jetzt kommt Baba Saad am Ball. Fortunis. Boah, ganz stark gerettet von Dick, aber er spielt den Ball. Das spielt den Ball ins Aus, der Ball rutscht dann doch ins Aus. Die rechte Seite ist wunderbar bespielt. Djuricic. Nö. Da wird er vom Ball getrennt. Šimonek. Verliert er den Ball. Was für eine Chance. Jetzt Itrisu. Mit Gauss. Und der muss den Ball auf Azuak spielen. Gegen Zillner kommt er aber nicht durch. Was ich doch ein bisschen verwundert, da er eigentlich schneller sein müsste. Zumindest habe ich ihn als so kleinen, schnellen, wendigen Spieler in Erinnerung. Kann natürlich auch sein, dass es ganz anders ist. Aus dem Mann hätte man auch besser mal eine Pause gegeben. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und Šimonek. Šimonek macht wirklich eine konstant gute Leistung in der Verteidigung bei uns. Schöner Pass, aber da ist dann Sippel. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball auf Fortunis. Und jetzt sollte es vielleicht mal schnell gehen. Itrisu. Azuak. Naja gut, da lässt du wieder den Ball abnehmen. Ich würde nicht sagen, wir werden dominiert, aber wir haben auch noch nicht so den Spielzugriff gefunden bis jetzt. Šimonek muss wieder der Mann sein, der da den Ball erarbeitet. Borisov mit einer schlechten Ballannahme leider. Orban, komm, nicht immer nur Šimonek. Im Endeffekt ist es dann doch wieder Jan Šimonek, der alles bereinigt. Gauss, und da muss Löwe mal, Gauss patzt, aber Löwe holt sich den Ball auch wieder zurück. Itrisu, der Ball kommt dann doch relativ klar auf Kraus. Hier muss man ein bisschen mehr Kampfgeist drin sein. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Ah, also hier, es läuft noch nicht viel über die Außen. Gegebenenfalls werden ja dann auch meine Top-Spieler eingewechselt, so ist es ja nicht. Fortunis kriegt den Ball wieder direkt abgenommen. Das Löwe jetzt vielleicht ein bisschen zu passiv, aber nö. Er zwingt den Gegner zu dem Fehlpass. Azuak. Ja, würde ich aber auch sagen, faul. Weil auf einmal ist er umgefallen, ich weiß nicht warum. Aber jetzt hier, Chris Löwe zirkelt den Ball jetzt vor das Tor. Wer steht da? Borisuk? Nein. Doch noch zu sehr auf den in Richtung Tor gezogen. Zu nah ans Tor dann. Zellner. Schnell, dann lass sie wieder den armen Gauss laufen. Achso, und der ist ja übrigens gar nicht verletzt, das hatte ich ja fast vergessen. Jetzt werden wir aber langsam hier schön durchgespielt. Boah, waren dann auch mal stark gegen Schulze. Azuak jetzt mit Gauss und Itrisu. Gegen Fürstner. Was war das denn? Das, wieso? Ich weiß noch nicht, warum er da die Flanke mit rechts aufs Tor schlägt, anstatt mit links etwas raus. Aber naja, gut. Das hat er wohl schon, hat wohl selbst einen Plan dahinter gehabt.
Jetzt der wunderbare Pass auf Itrisumo. Nein, er trifft das freie Tor nicht. Meine Fresse, hat er die Chance nach dem Abpraller aufs Freitor zu schießen und trifft nicht. Ich würde fast sagen, Itrisu ist ein bisschen außer Form. Aber naja, gut. Wir wollen natürlich jetzt auch hier mal die Kirsche im Dorf lassen. Also war bis jetzt kein gutes Spiel von ihm. Wunderbarer Pass auf Gauss, aber Schulz war dann doch noch ein bisschen schneller als Gauss. Und da fällt schon wieder jemand hin. Zellner, das ist jetzt auch ein wirklich schlechtes Spiel. Boah, Gauss rauscht ihn da um, das gibt doch durchaus Geld. Ja, da hat es gekracht, hat er mitgenommen. Aber okay, wir haben einige Chancen gehabt, wir hätten führen können, führen nicht und so müssen wir mal wieder auf die zweite Halbzeit hoffen. Komm, Gauss, nicht gelb-rot kassieren, bitte. Also, ja, komm, es passiert eh nichts, sondern pfeift auch ab, Schiri. Wir würden nochmal damit den Ball gewinnen. Bei Gauss muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, denn der, ich will nicht, dass er auf dem Platz fliegt. Šimonek zum Halbzeit. Okay, immer noch nicht, keine Halbzeit, interessant. So, komm, Fortunis nochmal an den Ball. Mit Itrisu. Ball zurück auf Gauss. Panik in den Augen, aber bitte nee. Schön. Der das Ball war ist raus. Das war jetzt mal eine gute Chance gewesen, aber wir sind mindestens bis jetzt schon 20 Minuten am Nachspielen. Und jetzt fällt er dann doch, er könnte mal abpfeifen. 0:0. Eine Riesenchance von Itrisu, die auch nutzen muss. So, Erzgebirge auch 1:0 gegen Cottbus, Ingolstadt 1:0 gegen Sandhausen und Bochum. Und Köln 1:1. So, Gauss wird dann jetzt auch ausgewechselt, weil ich will nicht, dass der Geld rot kassiert. Außerdem ist er ja auch schon ordentlich gelaufen und kommt Jensen, der zurzeit zwar in einem Formtief ist, aber er darf dann jetzt auch mal wieder ran. Da ist er. Wechseln sie aus und ich glaube, das hängt mit Djurdjic und Pledl. Also was wir da gesehen haben, gut, ich dachte, du wolltest direkt hier am Anfang den Ball ablaufen. Da fehlen mir fast die Worte. Jetzt muss es aber richtig anfangen, dieses Fußballspiel. Ja, das war gar nichts bisher und ich glaube, was Löwe. Uns hier helfen kann, wäre ein schnelles Tor. Šimonek wieder, Orban macht nichts. Oh mein Gott, was ein Abschluss. Der war ja noch schlimmer als der von Itrisu. Hesel wollte anscheinend schon rauskommen, so sah es zumindest von der Einstellung aus. Und wollte ihn selbst machen. So, tun ist wieder Hintermann. Aber langsam findet er ins Spiel. Zellner. Auf und davon. Hallo? Ganz klar. Erzogen, aber Schiri ist es egal. Fortunis wieder viel zu klar auf dem Mann. Aber gut, der Hesel schenkt uns die Ecke und in den Ecken sind wir immer gefährlich. Es kommt Zoltan Schlieber, Bogusjuk, Orban, Fortunis, Šimonek und Jensen. Immer wieder ein Torschuss. Leider neben das Tor. Ach, Eckball. Fortunis. Itrisu ist da, fast ein, fast ein Eigentor. Es gibt erneut Ecke. So, jetzt hier, Ecken, komm, unsere Spezialität, da muss doch jetzt langsam mal klingeln. Da, hallo Zellner, was war das denn? Zellner köpft einfach in die Luft, da hätte ich gesagt, entweder ist Elfmeter, weil er gehalten wurde, oder, also, unglaublich, was er da macht. Ich meine, wissen wir, Zellner wird nicht nochmal zum Einsatz kommen. Zumindest nicht so schnell. Fortunis jetzt auch bemüht, aber es kommt nichts bei rum. Šimonek mit Azuak. Fortun ist dann langsam als Baba. Azuak. Azuak! Oh! Wieder wird er da umgesetzt vom Torwart von direkt vom Tor. Also, es ist wie das vorherige Spiel. Nur, dass wir diesmal nicht treffen. Denn es sind wieder kein einziger Torschuss für den Gegner. Zellner. Ja, da kommt was auf uns zu. Mit Azuak und Borisjuk. Da sollte der Ball auf Itrisu kommen. Der hat es aber nicht angesprochen gefühlt und geht deswegen auch gar nicht hin. Zellner, jetzt endlich mal Einsatz zeigen hier. Wir brauchen. Wir wollen doch hier nicht 0-0 spielen. Jensen.
auch ein ganz klares Foul für meine Begriffe, aber okay. Aber ein Löwe war das. Ey, das kotzt mich echt an, wenn wir so Offensivzwang haben und nichts bei rumkommt, gar nichts. Mavrei kommt jetzt. Er will noch mal frischen Wind haben im Team. Das Jensen. Idrissou mit einem katastrophalen Pass. Er den Ball ganz souverän abfangen. 77 Minuten haben wir schon. Und es scheint nicht so, als wenn hier noch was passieren würde. Borisio. Wollte es wieder allein machen und wird dann abgegrätscht. Nee, das ist echt, das so eine Spielweise ist provozierend vom Gegner. Es steht 0-0. Für die ist auch noch nichts rum. Und die spielen einfach nur so einen Scheiß auf Ballbesitz und dann kommen die jetzt wahrscheinlich mit einer Chance hin. Und nee, das war ja so schlecht. Das war. Das wird von nichts mehr. Das wird mal wieder 0-0. Das Schonen hat sich nicht ausgezahlt. War vielleicht auch der falsche Ansatz. Ach so, was macht er denn? Endlich mal hier mit Zellner jetzt. Ja, da läuft der Gegner nicht. Da läuft da Zellner. Dann relativ mittig natürlich, dass da. Wir hatten wirklich gute Chancen, nur wenn man das freie Tor nicht trifft und danach meiner Meinung nach auch noch gefoult wird und dann den Elfmeter nicht bekommt, dann passiert nun mal so ein 0-0. Jetzt werden sie das auch ganz clever runterspielen. Von der Zeit her, ja, so ist es, nur Ball zurückziehen. Ja, und das ist das, was mich an den Computergegnern so unglaublich stört. Die spielen sowas von auf Zeit, wenn sie merken, dass es nicht mehr hinkommt. Jensen. Ja komm, schenkt ihnen dann noch ein Tor. Zellner gibt es immer den Konter. Nein, das gibt ihn nicht. Und so geht es 0-0 aus. Abfuck, hoch 1000. Unnötig, kein einziger Torschuss von Kräuter führt. Wir hatten zwar auch nur zwei, aber dann verliert nicht, aber spielt nur 0. Da hatte ich noch nicht mal geguckt, wer der Spieler des Tages war, weil ich einfach nur sauer bin. Erzgebirge Aue, Cottbus 1-1, Ingolstadt 2-0 gegen Sandhausen, Bochum 2-2 gegen Köln. Schön. Wahrscheinlich hat auch Düsseldorf gewonnen, dadurch haben wir wieder Punkte verloren. Wunderbar, ist ja nicht so, dass wir den ersten Platz knapp halten. Aber nein, man kann immer wieder unentschieden spielen, indem man einfach das freie Tor nicht trifft. So ist das richtig, Idrissou. Ich bin wirklich sehr überzeugt von dir. Über dein Gehalt ringe ich glaube nicht, du spielst nicht mal, du Affe. Meine Fresse. So, was haben wir denn für Nachrichten? Nationaltrainer Fährte, Fußballverband Neuseeland, nee, will ich ja nicht. Pressekonferenz und Angebot zurückgezogen von Neuseeland. Pressekonferenz müssen wir mein Team motivieren. Nachricht von Spielern Alexander Ring. Trainer, können Sie mal, ich denke, ein Beitrag für Mannschaft unbedingt in meinem Gehalt wiedergespiegelt wird. Das denke ich schon, Alexander Ring, denn du spielst nicht mal. Und wir gucken uns dann hier auch nochmal die Begegnungen an. Düsseldorf hat sogar verloren, sehe ich gerade. Obwohl, nö. Düsseldorf hat 4-1. Hier sind wir. Erzgebirge auch, Ingolstadt, das haben wir. Bochum war auch so gut, weiter geht's. 1860 München, 2-1 gewonnen. Bielefeld 1-0 gewonnen gegen Karlsruhe SC. Düsseldorf 4-1 gegen Dynamo Dresden. Und Union Berlin 2-1 St. Pauli. Aalen, Frankfurt 2-2. Kräuter führt gegen Bochum 2-2. Das war schon der neue Spieltag. Okay. Also hat Düsseldorf ja eigentlich gewonnen. Aber so wie es aussieht, haben sie dann in dem nächsten Spiel unentschieden gespielt. Oder sogar verloren? Ja, stimmt, sogar verloren. Haben wir ja gerade eben gesehen. Sie haben verloren im nächsten Spiel. Da haben wir wieder 2 Punkte Vorsprung. 68 München ist auch auf Platz 3 dran. Aalen, Sandhausen und Dresden bleiben auf Platz 18, 17, 16. Das war jetzt ein bisschen blöd. Da habe ich zu weit simuliert. Das ist halt aber zurzeit so, weil wir die englischen Wochen anscheinend, warum auch immer, haben. Da haben halt manche Spiele, manche Mannschaften schon ein Spiel mehr als andere. Jetzt können wir aber wieder unseren Vorsprung ausbauen, denn dann ist nichts passiert, wenn wir jetzt Punkte holen gegen Aue.